Gut. Neues Spiel. Ich habe noch nichts in diesem Spiel gemacht. Noch gar nichts gemacht. Darf ich spielen, Patti? Tut mir nicht weh. Lass ihn nur kommen. Also dann nichts. Terror Billy. Okay. Ich bin. Das finde ich schon geil. Schnull ihr Mund. Ja, oh. Tut mir nicht weh. Lass ihn nur kommen. Ich glaube, lass ihn nur kommen ist die mittlere Stufe. Es ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Noch am Leben, Sie Glückspilze! Sie sind echt hart im Nehmen, Gottgütiger! Hey, Hündchen! Halt! Private Wyatt, guter Junge. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Also, General Totenkopf war uns noch nie so nah wie jetzt. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Das ist er, oder? Das ist Totenkopf! Helfen Sie bei der Entscheidung. Alles, was Sie tun müssen, ist denjenigen anzusehen, den ich sezieren soll. Ich dachte, ich hätte alles gesehen. Aber wahre Grausamkeit. Bis jetzt noch nicht. Auf Wiedersehen. Wir kommen hier raus, verdammt nochmal! Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Und ich sehe jemanden. Sie heißt Anya. Kümmert sich gut um mich. 1960. Die USA kapitulierten vor 12 Jahren, nachdem das Regime Atombomben eingesetzt hat. In einem Zug nach Berlin. Ich bin Oberstleutnant Eng. Sehr schöne und vollkommene Züge. Die Widerstandskämpfer, wo sind sie? DJ Blazkowicz. Carolina, Sie leben. Wenn man einen Sackscheiß Leben nennen kann. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie sich. Sir Roth, laut offiziellem Register wurde er festgenommen und in das Lager Cello gebracht. Sie sind Sir Roth? Ich bin mir nicht sicher. Was wissen Sie über Sir Roth? Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Regime-Technologie. Ich werde sie retten. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz. Pass auf da draußen. Max, halt! Oh, ich mag dich auch, Max. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Die Dirty Shoot sind eine uralte mystische Gruppierung. Wir erfinden Dinge. Die Technologie der Dirty Shoot ist allem, was sie jemals gesehen haben, um viele Jahrhunderte voraus. Willkommen zurück in Berlin, Blazkowicz. Ihre alte Freundin, Frau Engel, befehligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Hey, Captain! Sie haben die Hammerfaust entführt! Das größte U-Boot in der gottverdammten Flotte des Regimes! Drängen so schnell es geht in die Basis ein. Fegen Sie Totenkopf vom Erdboden. Totenkopf hätte den Mann schon längst töten sollen. Ich erledige sie im Stehen. Captain, wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Feuer frei. Ich erinnere mich grob. Tut mir leid, wenn es so laut war. Ist alles schon ein bisschen hervor. William! Blazkowicz! Findet ihn! Blazkowicz! Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so viel getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Suppe, bitte. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ich guck dich einfach an. Jetzt muss ich diese Wahl noch mal treffen, weil... So stur, Captain Blazkowicz. Gute Eigenschaft meine ist Geduld. Endlos Geduld. Welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gemacht habe. Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte.
Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ich hatte damals Fergus gerettet. Fergus hatte ich geopfert. So stur. Jetzt machen wir mal Wait. Anya, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Der Scheiß ist seine Innereien. Hängen raus. Halt sie drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Sachte. Ein Segen, vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die ich liebe. Oh, warte, wir sind raus. Feuer! Ja, Madam. Er verblutet, schneller! Maxes! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt! Er läuft blau an! Komm, warte, eine Trage in die Hangarbucht. Sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Gleich frisst ihn der Hund. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Bleiben Sie bei uns, Blazkowicz. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen. Ich verspreche Ihnen, dass alles gut wird. Kinder. Wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Gut zuhören. Sie und Sie auch. Bring Sie die Leute zur Krankenstation. Beeilung, aber nochmal. Ja, ich brauche Licht. Bleib da, still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg. Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung, er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht. Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall. Und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert.
Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen, aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Hör dich so. Mach kaputt. Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Dich gleich krank. Immer her damit, du kleiner Feigling. Werfen will gelernt sein. Mehr hast du nicht drauf. Mal auf den Kopf. Hey. Du bist so verdammt schwach. Die hacken auf dir rum. Die zerbrechen dich, lassen dich Dreck fressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es nehmen kann. Ruhig atmen, Blaskovic. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite. Okay. Wenn wir zuschlagen. Okay. Und fühlst du die Tritte? Ja. Ja, für ein kranker Vater. Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselt so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Finger an den Abzug. Schieß dich da hin, komm. Genau so. Und jetzt? Schieß. So schwach wie deine Mutter. Der schießt doch kein wehrloses Tier. Bist du doof oder was? Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Thank you.
Anya. Bin unterwegs. Das klappt gut schwer. Nass, das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie! Der Boden ist nass, also. Von was? Schnell! Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger Anja, schön, dass Sie herumlaufen. Wo ist sie? Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel... Sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber... ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn's geht. Los geht's. Ich versuche es. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Richtig, ja. Einfach so. Das sollte Trauzeuge sein. Ändern. Mittlere Maustaste habe ich nicht. Also keine gute mittlere Maustaste. Tasten. Nahkampf hätte ich gerne auch. Granate werfen. Tipp. Granate werfen ist G. Das war schon immer G. Tipp. Ja, machen wir hier Tipp. Tipp machen wir auf. Wer ist mit T? Nahkampf ist. F-Moss. Sie sind. Wachen Sie über unsere Leute, bis ich es geschafft habe.
Arschkippe. Ich will nicht, dass ich rauchen muss. Tatsächlich nicht.